Am 17. Mai fand ein erlebnispädagogischer Lehrausgang im Hörnlwald statt. Unter der Leitung von Magister Wilhelm Linder von der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik wurde das Naherholungsgebiet erkundet und die Bedeutung des Hörnlwalds für die Wienerinnen und Wiener hervorgehoben. Ich arbeite in der Agrar- und Umweltpädagogik an der Hochschule hier in diesem Bezirk. Und ich halte es für besonders wichtig, sich auch mit der Region, wo man lebt, wo man arbeitet, auseinanderzusetzen. Ich habe mir so ein paar Stationen vorab überlegt. Und mein Anliegen ist ein bisschen das. Wir haben so diesen Zwiespalt hier Kultur, da unten Stadt, Mensch gebaut, da Natur. Und irgendwie möchte ich gern mit Ihnen so ein bisschen die Verbindung herausarbeiten, ein bisschen auch aufzeigen. Mir ist das ein großes Anliegen, weil jedes Gebiet, jede Region und ganz besonders auch der Hörnlwald hat eine lange Geschichte. Da ist viel passiert, da hat sich viel verändert. Und die eine oder andere Spur davon möchte ich mit Ihnen so entdecken. Das Projekt, das am ehemaligen Afritzheim gebaut werden soll, ist nicht mein Kernthema, aber wir werden dorthin gehen und vielleicht das eine oder andere auch ein bisschen besprechen. Womit ich ein bisschen anfangen möchte, ist, wir stehen da ja im Biosphärenpark. Biosphärenpark Wienerwald. Der Wienerwald heißt zwar Wald, aber ein großer Schatz des Wienerwalds sind seine Wiesen. Da haben wir eine besonders schöne sogar. Diese Wienerwaldwiesen zeichnen sich durch einfach dadurch aus, dass es so viele verschiedene gibt. Besonders im Hörnlwald ist dieser Eichen-Hainbuchenbestand und die Verbindung rüber zum Wienerwald. Er ist sozusagen ein grüner Finger rein in die Siedlungsstruktur. Das ist das Besondere und das ist auch etwas, was für die Bewohner des Bezirks von großer Bedeutung ist. Heute ist man eher der Überzeugung, dass dieser Wald eine Geschichte hat, wenn Sie so wollen, durch menschliche Nutzung entstanden ist. Weil da hat man früher einfach Waldweide betrieben, Hutewälder. Also wo halt die Viecher, Ziegen, Schaf, was immer, im Wald einer getrieben wurden, beziehungsweise auch geschneidelt wurde, also er ist da geschnitten und halt in den Stall gebracht worden. Quasi aus dieser Zeit stammt wahrscheinlich noch dieser Wald hier. Also er erzählt insofern auch eine besondere Geschichte und ist durch seinen Stockwerkbau besonders artenreich. Also das ist, wenn Sie so wollen, aus meiner Perspektive der Schatz des Hörnlwalds. Das ist der Eichen-Hainbuchenwald. Ich kenne mich da nicht so aus, aber ich nehme an, das war das Josef Afritzheim. Und das war eine mustergültige Anlage, die vor allem so viel inhaltlichen Sinn gehabt hat. Und umso mehr schmerzt es mich, dass man das zur Ruine hat überhaupt verkommen lassen. Man hätte es retten können rechtzeitig. Es hat dem technischen Stand nicht entsprochen, das Gebäude, mit der Dämmung und so weiter, da war fast nichts vorhanden. Man hätte es aber Sommerbetrieb erhalten können. Im Jahre 1996, kann ich mich erinnern, habe ich mich dafür sehr eingesetzt gehabt, mit ein paar Leuten, dass wir das erhalten. Die Zuständigen haben seinerzeit nicht so reagiert und die Stadt Wien. Und ich glaube, man hat damals schon gedacht, dass das einmal wegkommen wird. Später dann, um das Jahr 2000, 2001, ist das Dach eingestürzt und dann ist der Verfall sehr schnell vor sich noch weitergegangen und man konnte das dann nicht mehr retten. Das ist klar, man muss das dann abreißen. Jetzt haben wir eine wunderschöne Wiese eigentlich, sagen wir so, aber es gibt da Tendenzen und Bestrebungen, dass hier dieser Baugrund, der leider hier mitten im Hörnlwald besteht, Baurechtsgrund, wie man sagt, muss ich sagen, habe ich auch Angst, was hier mal herkommen könnte. Von einer Wohnhausanlage, Erstwohnungen für Jugendlichen, alles Mögliche wird gesprochen, hat alles eine Berechtigung und so weiter. Es ist immer nur die Frage, wo, passt es dorthin, wie ist die Umgebung, ist das ein sensibles Gebiet, ist da überhaupt eine Verkehrsanschließung da? Aber es gibt die Wiener Waldschulen, ja, die sich sehr bewährt haben. Es gibt Biobauernhof, es kann was im Kleinen sein. Es kann sein, da eine Obstbaumstreuwiese entstehen mit seltenen Obstsorten. Mein Ansatz als Bezirksvorsteherin, das als Naturraum zu erhalten. Und da ist eben, sind Gedanken, Bienenschutzgarten, Streuobstwiese, Naschgarten, Beeren,
was auch immer, und dann eben Trockensteinmauer genau. für Reptilien. Haben Sie da aus Ihrer Sicht als Fachmann Überlegungen dazu? Oder was mir ein Anliegen ist, sehen Sie, Sie haben da diesen Blick rüber. Ich denke mir, man wird besonders darauf achten, dass hier etwas, sagen wir unter Anführungszeichen, was passt. Vielleicht was etwas mit der Geschichte zu tun hat. Und dann kam nach dem Zweiten Weltkrieg, Sie haben das ja dankenswerterweise dargestellt, diese Idee, auch eine Art Friedenscamp hier zu machen, aber doch es auch im öffentlichen Bereich zu halten. Ja, ja. Und das wäre schön, wenn das weiterhin gelingen würde. Freiraum haben wir zu wenig. Botanisch ist einfach der Eichen-Hainbuchenwald hier etwas, eine Besonderheit. Und eine Besonderheit ist, dass er auch wenig genützt, also ziemlich naturbelassen ist. Ich habe Ihnen erzählt, einen Schwarzspecht sieht man nicht alle Tage in Wien. Und hier ist er zu sehen. Wofür brauchen wir die Barmer? Wasserspeicherung. So ein Wald ist ja wie ein Schwamm. Und wenn man jetzt denkt an die Hochwässer, dann ist das ja auch zum Teil dadurch bedingt, dass das Wasser einfach zu rasch abfließt. Er hat eine Filterfunktion, für uns in Wien so wichtig. Wir hätten in Wien nicht so eine gute Luft, wenn nicht rundum der Wald wäre, wo die Luft quasi über die Stadt aufsteigt und aus dem Wald noch. Klima, Sauerstofferzeugung. So ein Buchen erzeugt 6 Tonnen Sauerstoff im Jahr. Boden, fruchtbarer Boden, Bakterien, Pilze, Regenwürmer, Nahrungsspender für viele Lebewesen und nicht zuletzt hat er einen Wert für unsere Gesundheit, unsere Erholung. Und der Fester hat vor 15 Jahren gerechnet, dass wenn man das Ganze zahlen müsste, quasi eine Maschine bauen würde, dann kam er der auf 270.000 Euro, die ein Baum wert wäre. Stellen Sie sich vor, der Wienerwald wäre nicht geschützt worden vor 100 Jahren, wäre verbaut worden. Die Lebensqualität in Wien wäre in ganz Wien, nicht nur hier, wäre um ein Vielfaches schlechter. Und diese Wohlfahrtswirkung, ich glaube, die sollten wir uns auch in Zeiten, in denen alles mit Euro gerechnet wird, so ein bisschen im Kopf behalten. Ich bin eine absolute Kämpferin eben für den Erhalt des Hörndlwalds gegen Verbauung hier. Und wenn Sie diesbezüglich Informationen wollen oder unterstützend tätig sein wollen, bitte jederzeit melden in der Bezirksvorstehung. Der derzeitige Stand ist so, es gibt keine neuen Informationen. Es gibt diese Bauwidmung, die Stadt Wien ist nicht abgerückt jetzt von ihrer Absicht, dort Wohnbau hinzugeben, also zumindest eben nicht offiziell. Und es ist wirklich seit Wochen, Monaten ruhig, man hört nichts. Ich kann Ihnen in dem Sinn einfach nicht sagen, welche Pläne oder ob es überhaupt schon Pläne gibt. Aber auf jeden Fall für uns ist ganz klar, kämpfen. Ja, das ist einfach für Hitzing ganz enorm wichtig, finde ich, dieser Hörndlwald. Schön, dass wir uns da alle getroffen haben. Vielen Dank fürs Dabeisein und ganz besonders Ihnen, Herr Magister Lindner, dass Sie sich am Samstag gekommen, Zeit danke. Nehmen für Hitzing sozusagen. Die Agrarpädagogische Hochschule ist einfach auch ein Kleinod, ein Bezirk und eine Anlaufstelle für alles, was eben Umwelt- und Naturthemen sind. Und da sind wir echt glücklich. Danke vielmals für die tolle Zusammenarbeit. Mein Beruf ist Lehrer. Ich unterrichte an der Hochschule und mit den Studierenden gehe ich natürlich raus. Also ich betreibe Lehrerbildung, Lehrerinnenbildung und hoffe, dass das eine oder andere einfach über die Lehrer weiter verbreitet wird. Führungen für die Bevölkerung ist eher die Ausnahme, einfach aus zeitlichen Gründen. Es freut mich aber, wenn ich eine Einladung kriege und komme sehr gerne. Ein Gedicht, das mir selber gut gefällt, das mich ein bisschen auch immer ermutigt, in den Wald zu gehen, das kennen Sie wahrscheinlich von Erich Kästner. Die Seele wird vom Pflaster treten krumm. Mit Bäumen kann man wie mit Brüdern reden und tauscht man ihnen seine Seele um. Die Wälder schweigen, doch sie sind nicht stumm. Und wer auch kommen mag, sie trösten jeden. Und in dem Sinn hoffe ich, dass Sie auch ein bisschen für 2 Stunden Ihre Seele umgetauscht haben. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank.